Und willkommen zurück zur nächsten Folge. Ich drücke die ganze Zeit W. Falsches Fenster. Zur nächsten Folge vom World of Warcraft Cataclysm Classic Let's Play. Mit dem Elish Army hat Zeit. Wir kommen wieder zurück in die Scherbenwelt. Heißt sie wirklich Scherbenwelt? Ja. Wir haben in der letzten Folge einiges an Berufen gelevelt hier. Also Berufen, Schriftenkunde ein bisschen hochgebracht. Einiges an Geld ausgegeben, ein paar Sachen ins AHA gesetzt und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen weiter leveln. Da unten haben wir schon die ersten Quests wieder. Dass wir hier schön flink, hat Zeit, durchkommen. Und ich dann, ne, was heißt endlich abschließen, aber ich würde dann gerne tatsächlich nach Burning Crusade mal Wrath of the Lich King in Classic-Format wiedererleben. Auch wenn es Cataclysm ist. Wrath of the Lich King habe ich nur über Zeitreisen kennengelernt bisher. Ich habe es nie selbst gespielt und damals auch nicht gespielt, leider. Seelensplitter. Also viele von euch hier umhauen, ja? Kann ja so viele... Tut mir weh. Ach so, warte mal, ich hab das. Das steht immer noch auf. Schattenpartikel. Habe ich die nicht mal gefarmt, wie blöde? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Arkanwiderstand. Boah, auf dem Ding. Da gibt es bestimmt coolere Sachen, aber früher hatten wir es ja irgendwie sammeln müssen, alles da. Oh. Ich muss hier ran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Manna, manna, manna. Wie viel habe ich denn schon? Eigentlich der Kettenblitz, der kostet auch nicht so viel mehr, oder? Wie mein ganzes Zeug hier. Wenn ich es jetzt schaffe, mal ein paar zusammen zu pullen, bin ich wahrscheinlich schnell tot, aber ich probiere es. Kollabierend. Da gibt es die Caster und die Nicht-Caster. Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht wirken. Kein Caster. Ah! Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh! Nicht genug Mana. Ich brauche mehr Mana. Ivy's Gras. Groß. Teufelsblüte. Es wird Schaden. Schaffen wir den? Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt.
Hat er den absorbiert oder so? Das dauert, ey. Ich trinke auch mal in Real Life was. Siehst du es jetzt vielleicht gerade nicht da oben, aber doch jetzt. Wahrscheinlich sollte ich um 16.30 Uhr ungefähr aufhören. Dann packe ich 4 Folgen, glaube ich. Hey, 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 was macht denn der? Kommst du her? Der hat was gegen mich. Ach, so, der war auf meinem Totemmischer. Das lädt immer noch auf. Ich bin außer Reichweite. Deswegen. Warte mal, können wir den nicht auch purgen? C1, okay. Mal testen. Ich muss näher ran. Den nimmt er nicht weg. Ach so, warte mal, dann geht das gar nicht. Ich bin außer Reichweite. Dann kann ich den nicht purgen. Noch 30 Punkte. Wait a minute. Okay. Nur Blitzschlag und Kettenblitzschlag. Dann muss ich ihn halt damit malträtieren. Ja, ist einfacher. Ich kann das noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Aufruf, nochmal. Das lädt immer noch auf. Ich muss näher ran. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh fuck. Das ist zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Dieser
dieses Ziel nicht angreifen. Sehr schön. Nächste. Fackel des blutenden Auges. Die 4. Nein. Doch. Tötet Pius des blutenden Auges, um in die Fackeln zu kommen. Noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht wirken. Kaserne östliche Hütte. Zählt das als Hütte? Das lädt immer noch auf. Und how convenient. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist keine Schmiede. Wieder haben wir doch schon. Hey, mal weg da. Oh. Immer noch so ein Pion da. Ich weiß, dass es keiner ist. Immer noch auf. Ich habe kein Ziel. Die muss ich, glaube ich, auch killen. Ich kann das noch nicht wirken. Pion, nehme ich den. Ich muss näher ran. Die Stelle, oder? Oder ist das dann doch die Hütte? Nice. Soll ich die Schmiede auch verbrennen? Nee.
dürfte die Kaserne sein, oder? We will have a look-see. Easy. Haben schon die 5. Wenn sie fertig ist, brauche ich sie hier nicht mehr, ne? Dachte, es ist klar. Was ist denn so ein Auge? Vorhin war da eins, das habe ich getötet, ne? Da sind's. Moins. Grellux sieht alles, was ihr seht. Das ist gut. Zu weit entfernt. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, okay, und jetzt? Muss lesen. Das Auge dem Kessel übergeben. Aha. Ich bin außer Reichweite. Nehmt diese Splitter, benutzt mein Auge von Grellox zu behexen und bindet es an euch. Kehrt dazu zum Bier zurück und nähert euch meinem Kessel. Er wird das Auge anziehen. Soll ich mich hier draufstellen? Oder bin ich am falschen Kessel? Ich fliege jetzt mal zu eurem Kessel da. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Gib mir die Quest, Sesak. Blut und Donner! Kraft für die Horde!
Uiuiui. Grunlock-Finster. Den hatte ich eh schon gesehen gerade. Hier ist noch irgendwo eine Quest, die ich abgeben kann. Seid gegrüßt. Die sind gut? Die sind nicht so gut. Ziehet in Ehren. Der schöne blaue Umhang ist weg. Grün-gelb. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Dabu. Dabu. Oioi. Galaxis-Seelensplitter. Stell dir vor, da musst du hinreiten. Da, oje. Ihr habt die Quest euch damals bestimmt ausgelassen. Galaxis. Die muss ich bestimmt auch irgendwie beschwören, ne? Ein Stein der Leere. Mhm. Ist das hier? Sieht so aus. Klopp den mal um. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann es noch nicht wirken. Ich muss näher ran. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Dann einmal zum Grillok, dem Augenmann, dem also auf die Mütze geben. Wäre interessant, wie hoch die, wie heißt das immer so cool, die Skybox ist. Ich bin außer Reichweite. Das nimmt immer noch auf. Hier so eine Schatzkiste vielleicht, ja.
Okra für die Horde. So, was Schönes hier. Sexy. Kette Agi, nein. Leder vielleicht. Leder Agi, nein. 27 Ausdauer, 26. Dickens. Crit, ja. Dann halt Leder. Leb wohl! Zack. Wie kann ich euch helfen? Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Zuck, zuck. Kraft! Ein Stab mit diesem Zeug drauf. Crit, Ausdauer, Zaubermacht. Schattenwiderstand. Den kann ich mal austauschen, oder? Angriffskraft. Dann brauche ich den auch nicht. Aber der Crit ist nett. Das hat mehr Ausdauer. Sieg! Nehmen den da weg. Den da dran. Nochmal ja. Verkaufen. Zack. Schattenpartikel. Blümchen. Kein Verkaufspreis. Habe ich zu viele? I don't know. Weiser Antonowitsch, ich hoffe, dieser Brief erreicht euch in Trauma. Meine Ausstattung hier beim Brückenbrecherposten ist zwar angemessen für meine Experimente, doch manchmal sehne ich mich dennoch nach Unterstadt, nach meinen Gerätschaften und meiner Dienerschaft. Spaß beiseite, ich habe einige Neuigkeiten. Das Blut, das Hatzeit von den Höllenorks eingesammelt hat, weist eine Konzentration von dämonischer Energie auf, die fast identisch mit der ursprünglichen Höllenorks von Azeroth, der Macht von Manaroth. Es ist unmöglich, dass Manaroth Einfluss sich bis in die Scherbenwelt erstreckt haben kann. Er ist seit Jahren tot. Ich vermute, dass ein anderer Grubenlord hinter der ganzen Sache steckt. Einer mit der Macht Manaroths, fähig, die heimischen Orks zu verderben. Ich werde meine Untersuchungen mit dem Blut fortsetzen. Rate euch jedoch, der Spur nachzugehen. Ich fürchte, sie wird euch tief ins Innere der Höllenfeuer-Zitadelle führen. Apotheker Albrecht. Kampf vor der Unerschütterlichen. Vielleicht schaffen wir das noch in der Folge. Was genau muss ich machen? Feldkommandant Talvos. Sehr gut. Noch nicht bereit. Mehr fliegen als sonst was, ne? Geplant ist wahrscheinlich gewesen, dass man sich da komplett durchkämpfen muss, aber wozu? Raus mit der Sprache. Urtrak. Das nimmt immer noch aus. Das
Das ist zu weit entfernt. Hallo. Denk dran, Geduld und Disziplin. Wie denn, Stab? Sag mal. Fürchtet die Lebenden. Horgoth, da war ich. Ach, der steht da in dem Turm, der Grüne. Der Grüne im Turm. Ella Badge. Nützt mir nichts, aber ein Zweihandwaffenwerfelchen kostet mehr Gold, ne? Ah, der sieht ja ganz cool aus. So ein Wurstelstab. Die Absturzstelle mit den komischen Würmern. Ich glaube, da habe ich keinen Bock drauf. Brother. Redet mit mir. Es ist schön, dass ich helfen konnte. Bleibt gut drauf! Wir sind dann 63. Also ich glaube, dass das eine Hauptquest ist. Terrorbestien töten. Okay, die zwei lasse ich hier aus. Das erlaube ich mir. Und wir haben wieder eine halbe Stunde voll. Ich will es ja schaffen, dass ich wirklich auch aufhöre nach einer halben Stunde oder zumindest einen Cut mache und neu anfange. Und nicht immer hier eine Stunde mache. Ich glaube, das ist ein gutes Häppchen in einer halben Stunde. So. Dann hoffe ich, dass es nicht zu langweilig, aber auch nicht zu viel Gelaber war. Nicht zu viel Kommentar. Feedback gerne. Und... ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, was auch immer du hast, wie so oft. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.